So, weiter geht's. Da geht's nicht lang. Haben Sie sie dabei? Wo ist der Shadow Broker? Wo ist Fist? Die kommen gleich. Wo sind die Beweise? Keine Chance. Der Deal ist gelaufen. War ganz schön. Fist hat mich reingelegt. Ich wusste, dass ich ihm nicht trauen kann. Was kurz ein. So. 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 Sie haben Beweise, dass Sarah mit den G zusammenarbeitet. Her damit. Nicht so voreilig. Wer sind Sie? Ich habe keine Zeit für Ihre Fragen. Ich brauche die Beweise gegen Saren, die Sie haben. Ich schätze, ich schulde Ihnen was. Aber nicht hier draußen. Wir müssen an einen sicheren Ort. Wir könnten Sie zur Botschaft der Menschen bringen. Ihr Botschafter wird Sie ohnehin sehen wollen. Sie machen mir das Leben nicht leichter, Shepard. Kämpfe in den Bezirken, ein Angriff auf Koras Nest. Wissen Sie, wie viele... Wer ist das? Eine Quarianerin? Was haben Sie vor, Shepard? Diese Quarianerin kann uns helfen, Saren zur Strecke zu bringen. Das hätte ich Ihnen gesagt, wenn Sie nicht gleich so hochgegangen wären. Verzeihen Sie, Commander. Diese ganze Sache mit Saren setzt mir ziemlich zu. Vielleicht fangen wir lieber von vorn an, Miss... Mein Name ist Tali. Tali Sora Naraya. Wir kriegen hier nur selten Quarianer zu sehen. Warum haben Sie die Flottille verlassen? Ich war auf einer Pilgerreise, meinem Übergang in die Welt der Erwachsenen. Wo sind die versprochenen Beweise? Bei meinen Reisen habe ich Berichte über die Geth gehört. Seit sie mein Volk ins Exil getrieben haben, sind Geth immer im Nebel geblieben. Ich war neugierig. Ich verfolgte eine Geth-Patrouille zu einer nicht verzeichneten Welt. Dann wartete ich darauf, dass sich einer von seiner Einheit entfernt. Ich deaktivierte ihn und entfernte seinen Speicherkern. Ich dachte, die Geth frieren ihren Speicherkern ein, wenn sie sterben. Eine Art Verteidigungsmechanismus. Was haben Sie herausgefunden? Der Großteil des Kerns wurde gelöscht, aber es gelang mir, einen Teil des Audiospeichers zu retten. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Das ist Sarens Stimme. Das beweist, dass er am Angriff beteiligt war. Diesmal kommt Saren nicht davon. Moment, da ist noch etwas. Saren hat nicht alleine gearbeitet. Eden Prime war ein großer Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Ich kenne die andere Stimme nicht, die über die Reaper spricht. Dieser Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Laut Speicherkerninformationen waren die Reaper ein hyperfortschrittliches Maschinenvolk, das vor 50.000 Jahren existierte. Die Reaper haben die Proteaner ausgelöscht, dann sind sie verschwunden. Zumindest glauben die Geth das. Klingt ziemlich weit hergeholt. Die Vision auf Eden Prime. Jetzt verstehe ich sie. Ich sah, wie die Proteaner von den Reapern vernichtet wurden. Die Geth verehren die Reaper als Götter. Als Gipfel des nicht-organischen Lebens. Und sie glauben, dass Saren weiß, wie man die Reaper zurückholen kann. Oh, das wird dem Rat gefallen. Sie werden ihnen sowieso nicht glauben. Halten Sie sie einfach da raus. Wir müssen es ihnen sagen. Auch wenn sie es nicht glauben, so beweist es doch, dass Saren ein Verräter ist. Der Captain hat recht. Wir werden es dem Rat vortragen.
Und was ist mit ihr? Der Quarianerin? Mein Name ist Tully. Sie haben mich in der Gasse gesehen, Commander. Sie wissen, was ich kann. Lassen Sie mich mitkommen. Ich befürchte, dass das zu viel für Sie ist. Sie hat bereits eine Begegnung mit den Geth überlebt, Shepard. Und wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Nehmen Sie sie mit. Anderson und ich gehen voraus und bereiten beim Rat alles vor. Sie können sich kurz sammeln, dann treffen wir uns im Turm. Viel Platz. Tausende meiner Leute könnten hier leben und einander kaum sehen. Den Käse. Hey, weiter geht's. Hier noch? Hier war doch auch so ein Vieh. Ja, da. So, hier gibt's das hier. Hätten Sie vielleicht... Commander Shepard, mein Name ist Samish Bhatia. Bitte halten Sie mich nicht für aufdringlich, aber ich weiß nicht mehr, an wen ich mich wenden soll. So viele Leute fragen mich um Hilfe dieser Tage. Warum sollte ich Ihnen helfen? Meine Frau war eine Marinesoldatin in der 212. auf Eden Prime. Ich habe beantragt, dass mir der Leichnam meiner Frau für die Urnenbestattung überstellt wird, aber das Militär hat abgelehnt. Warum haben Sie den Antrag abgelehnt? Dafür muss es einen Grund geben. Ich weiß es nicht. Sie sagten nur, dass es nicht möglich sei, meine Frau nach Hause zurückkehren zu lassen. Ich kümmere mich um die Lebenden, nicht die Toten. Ich habe keine Zeit dafür. Ich verstehe. Sie haben viele wichtige Aufgaben. Aber wenn Sie etwas Zeit überhaben, Mr. Bosker ist verantwortlich für mein Anliegen. Er ist in der teuren Bar da drüben. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich möchte meiner Frau nur ein anständiges Begräbnis ermöglichen. Kann ich noch etwas für Sie tun, Commander? Ich muss jetzt los. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich habe ja so ein Glück, hier einen Job bekommen zu haben. Ein wirklich toller Ort. Shepard, was kann ich für Sie tun? Erzählen Sie mir bitte von Ihrer Untersuchung über Saar. Tut mir leid, Commander. Ich kann Ihnen keine Details über eine unserer laufenden... Ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Was für ein seltsamer Ort. Wenn nur ein paar mehr Menschen hier wären.
Sehr erfreut, Sie zu sehen, Commander Shepard. Ihre Aktivitäten haben für einiges Aufsehen im diplomatischen Korps gesorgt. Kann ich etwas für Sie tun? Vergessen Sie den Bürokratiemist und helfen Sie dem Mann. Geben Sie den Leichnam von Jirali Bhatia frei. Das würde ich nur zu gerne tun, Commander. Aber leider ist das nicht ganz so einfach. Nirali Bhatia starb auf Eden Prime, wie ihn Mr. Bhatia sicher erzählt haben wird. Ihre Wunden können keiner uns bekannten Waffengattung zugeordnet werden. Deswegen verwahren wir ihre Leiche. Es geht nicht darum, wie und ob die Geth ihren Körper massakriert haben. Ihr Mann hat ein Anrecht auf den Leichnam. Wir verwahren Nirali Bhatias Leiche nicht aus Gründen der Pietät. Offen gesagt geht es uns um Forschungsarbeiten. Diese Teststudien könnten die Grundlage für bessere Verteidigungssysteme gegen die Geth bilden. Anders gesagt, Nirali Bhatia könnte nach ihrem Tod mehr Leben retten als zu Lebzeiten. Sie wissen, wozu ich in der Lage bin. Wenn ich Nirali Bhatia will, bekomme ich sie auch. Commander, es ist wirklich nicht nötig, mir zu drohen. Selbst wenn die Leiche hier auf der Zitadelle wäre, wären Sie bereit, sich den Weg freizuschießen, um sie zu bekommen? Sie sagten, dass Sie über mich informiert seien. Dann sollten Sie wissen, wie ich über die Misshandlung Gefallener denke. Schon gut, Commander, ich gebe auf. Es war schon nicht einfach, Mr. Bhatia loszuwerden, und ich will keinen Ärger mit Ihnen riskieren. Sagen Sie Samish, dass die Leiche zur Erde zurückgebracht wird. Ich werde mich selbst gleich drum kümmern. Oh. Lief doch ganz gut. Hallo nochmal, Commander. Haben Sie etwas gehört? Ihre Frau wird nach Hause zurückkehren, Mr. Bhatia. Ich danke Ihnen. Ich werde nach Hause gehen und alles vorbereiten. Es macht mich nicht glücklich, aber es tröstet mich. Auf Wiedersehen, Commander. So, der Hanna. Ach, drauf geschissen. Es ist ja gar nichts. Mein Büro ist
ist bereits 5-mal umgebaut worden. 5-mal? Willkommen. Ich bin Elina. Sie sind keiner der für heute eingetragenen Klienten. Soll ich nachsehen, wann die Konsortin Zeit hat, Sie zu empfangen? Kann ich nicht einfach reingehen? Leider nicht. Sie müssen verstehen, dass viele die Dienste der Konsortin in Anspruch nehmen. Wenn Sie Ihren Namen hinterlassen, wird sie versuchen, sich mit Ihnen zu treffen. Was tun Sie hier, Nelina? Ich bin eine der Akolytinnen der Konsortin. Nicht alle, die hierher kommen, haben die Gelegenheit, die Konsortin zu sehen. Ich kümmere mich dann um sie. Es ist unsere Arbeit, diese Menschen trotzdem glücklich zu machen. Wie genau kümmern Sie sich um sie? Jede Akolytin hat individuelle Fähigkeiten. Einige bieten tröstlichen Gesang, andere pflegen Konversation. Wir versuchen immer, die richtige Akolytin für die Bedürfnisse unserer Klienten zu finden. Ich bin auf Berührungen spezialisiert. Mit meinen Fingerspitzen kann ich jeden verspannten Punkt Ihres Körpers finden und lockern. Ich würde Ihre Dienste gerne in Anspruch nehmen. Exzellent! Ich werde Sie auf unsere Klientenliste schreiben. Wir werden in 3 oder 4 Monaten Zeit für Sie haben. Eine so lange Wartezeit ist nicht akzeptabel. Das kann ich nicht beurteilen. Ich notiere Ihren Namen, wir melden uns dann bei Ihnen. Kann ich noch etwas für Sie tun? Was ist eine Konsortin? Welche Dienste bietet sie an? Das ist nicht einfach zu erklären. Sie bietet vielen Leuten Dienste an, individuell auf jeden Einzelnen zugeschnitten. Einige suchen Rat, andere Unterhaltung und andere wiederum reine Entspannung. Meist wissen unsere Klienten nicht einmal, was sie suchen, bis sie es von ihr erhalten haben. Das klingt, als wäre sie eine Art Orakel. Nein, das trifft nicht auf sie zu. Sie ist bloß eine Frau. Eine Frau mit sehr viel Mitgefühl und einem freigebigen Geist. Machen Sie doch einen Termin und finden Sie es selbst heraus. Ich bin hier fertig. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Es ist uns immer eine Freude. Nelina. Ja, Shaira? Bitte Commander Shepard zu mir hoch. Ich wünsche ihn zu sprechen. Ja, natürlich, Herrin. Die Konsortin hat ihre Anwesenheit zur Kenntnis genommen. Sie wünscht, sie jetzt zu sehen. Ich spreche mit ihr, wenn ich Zeit habe. Warten Sie nicht zu lange. Sie sollten sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Sie erwartet Sie oben, wenn Sie zu ihr möchten. Sogar Menschen scheinen die Konsortin unwiderstehlich zu finden. Das ist mein erstes Mal. Ich hätte schon viel früher kommen sollen. Willkommen. Es ist mir eine Freude, Sie begrüßen zu dürfen. Sie sind bei der Allianz. Mein Bruder ist als Soldat auf der Erde stationiert. Das ist nah genug, Commander. Ich habe seit Ihrer Ankunft hier auf Citadel viel über Sie gehört. Ich mag es nicht, wenn man mir nachspioniert. Verzeihen Sie, Commander. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, zu wissen, wann wichtige Leute auf der Station eintreffen. Viele von ihnen werden zu Klienten. Aber deswegen habe ich Sie nicht hergebeten. Ich habe ein Problem, bei dem ich kompetente Hilfe benötige. Zur Sache, bitte. Ich habe einen Freund, Septimus, einen ehemaligen turianischen General. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber er sah in mir mehr, als mir lieb war. Wir haben uns gestritten. Jetzt betrinkt er sich den ganzen Tag in Koras Nest und erzählt Lügen über mich. Wenn Sie als Soldat mit ihm reden könnten, würde er Ihnen vielleicht zuhören und es dann sein lassen. Warum sollte ich Ihrem Freund helfen wollen? Sollte ich mich in Ihnen getäuscht haben, Commander? Wollen Sie mir in dieser Sache wirklich nicht helfen?
ich kann nichts versprechen, aber ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, Commander. Mehr verlange ich auch nicht. Appellieren Sie an seine Ehre. Zeigen Sie Respekt vor seinem Rang als General. Wenn Sie ihn überzeugen könnten, keine Lügen mehr über mich zu erzählen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Nun muss ich Sie bitten zu gehen. Es warten noch viele Klienten auf mich. Bitte, Commander, bitte kehren Sie erst zu mir zurück, wenn Sie mit Septimus gesprochen haben. Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen nervös bin. Das ist verständlich. Viele unserer Klienten wissen nicht. Ich bin häufiger hingegangen, als es noch das Arcos war. Ja, aber seit Fist es übernommen hat, gehe ich da auch nicht mehr hin. Die besten Lounges werden scheinbar von Läden wie Koras Nest. Okay, verstanden. Sie haben einen See auf einer Raumstation gebaut? Hallo, Wesen menschlicher Abstammung. Dieser ist begeistert, Sie hier in seinem Emporium begrüßen zu dürfen. Wer sind Sie? Dieser trägt den Namen Dallaninder, aber viele sagen einfach Dallan zu ihm. Bitte lassen Sie sich alle Zeit der Galaxie, um diese exquisiten Waren zu betrachten, die dieser anbietet. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Vollenvieh. Oh, es ist diesem eine große Ehre, Wesen menschlicher Abstammung. Es wird Sie nicht enttäuschen. Brauche ich nicht. Wieder einmal herzlich. Ich muss jetzt los. Oh. Auf bald zurück. Dieser bekommt häufig neue Lieferungen. Wieder einmal herzlich willkommen, Commander. Wünschen Sie, dass dieser Ihnen ein paar fantastische Waren präsentiert? Wer sind Sie? Bitte lassen Sie sich alle Zeit der Galaxie, um diese exquisiten Waren zu betrachten, die dieser anbietet. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Oh, es ist diesem eine große Ehre. Kaufe jetzt hier gerade die Lizenzen in der